Omis Höhle steht vor einer seiner größten Herausforderungen, denn er wird einen Trainingstag simulieren von niemand geringeren als Ada. Das heißt, der Mann, und das wissen wahrscheinlich sehr, sehr viele daraus, läuft aktuell von Berlin nach New York und hinterlegt eine Laufstrecke pro Tag von 42 Kilometern. Das entspricht eben einem Marathon und diesen Tag simulieren wir heute und laufen von der Nürnberger Lorenzkirche nach Erlangen und zurück. Das entspricht einer Hinstrecke von 21 Kilometern und einer Zurückstrecke von 21 Kilometern. Junge, warum sagt keiner, dass ich Probe habe? Ich habe, by the way, eine kleine Umfrage auf Instagram gestartet, wo Leute ihren Guess reinschreiben konnten. Das heißt, wie lange die denken, wie ich brauche. Da wurde sehr oft 6 Stunden geschrieben. Wir machen jetzt mal einen Pakt zusammen. Sagen wir, ich schaffe es in 6 Stunden nicht wieder hier zu sein. Dann muss ich mir eine Glatze schneiden. Und auch wenn viele Leute sagen, es wird keinen Unterschied machen, doch wird es. Weil so ein bisschen Haare auf dem Kopf habe ich noch. Oder ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, dass Leute mir auch glauben, dass ich wirklich laufe. Aber ich werde auf jeden Fall die Adidas-App werde ich laufen lassen. Und dann kann man immer wieder einblenden, wenn ich sage, dass ich zum Beispiel 5 Kilometer geschafft habe oder 10 Kilometer. Aber hier sieht man jetzt gerade sogar in der App, wann ich das letzte Mal laufen gewesen bin, Bruder. Einfach 28.06.2023. 18.59 Uhr. Es geht los. Okay, die ersten 5 Kilometer sind over. Wir haben knapp 35 Minuten am Tacho und eine durchschnittliche Pace von 7 Minuten, weil, wie hier auch, ich irgendwie... Oh Gott, ich muss nicht stehen bleiben. Ja, okay, jetzt ist grün. Aber normalerweise begegne ich den längsten Ampeln in ganz Deutschland. Deswegen muss ich immer wieder stehen bleiben. Eigentlich bin ich froh, dass ich immer stehen bleiben muss, weil ich dann so eine kleine Pause habe. 7 Minuten pro Kilometer ist nicht schnell, ist eigentlich relativ langsam. Aber ich denke mal, das ist auch so eine durchschnittliche Pace, mit der ich hier durchkomme. Eine Sache noch, wenn ihr Ziele im Leben habt, dann... Ja, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich muss einfach diesen Weg hier um Mitternacht überqueren. Weil dieselbe Strecke, die ich hier zurücklaufe, ist ja die Strecke, wo ich hinlaufe. Das wird maximal egal. Ich muss dann einfach ein paar Fighter-Skills auspacken und den Leuten zeigen, was ich schon drauf habe. Digga, was schickt ihr nach Scheiße und Kotze zusammen? Oh mein Gott. 10 Kilometer noch los. Wir sind nicht mehr in Nürnberg. Wo sind wir dann? Ja, ich glaube, wir müssen um 14 jetzt gerade. Okay, genau so war es eigentlich geplant, dass ich immer nach einer 10-Minuten-Etappe ganz kurz Pause mache. Wir haben ja 10 Kilometer geschafft, so eine Minute. Eine Minute, perfekt. Und 1:12. An sich haben wir perfekt um 19 Uhr angefangen. Ich werde das ganze Ding jetzt mal kurz pausieren und dann gebe ich mir nochmal ganz kurz Feedback von den ersten 10. Bisher macht es eigentlich relativ viel Spaß. Lass mich kurz pissen gehen und dann reden wir weiter. Ich laufe hier, by the way, mit Kabelkopfhörern rum, weil meine AirPods einfach in meine Kacke gefallen sind. Also ich war auf der Toilette, dann sind die irgendwie so runtergeflogen, dass sie zwischen meine Beine durchgegangen sind und dann auf meine Kacke gelandet sind. Dann hatte ich nicht mehr so viel Bock, die anzuziehen. Dextro Energy Liquid Gel. Das war gar nicht gut. Oh mein Gott, was ein Scam, Bruder. Ich schwöre, ich habe nicht mal durchgezogen. Einfach 2 Euro. Oh mein Gott, was ein Scam. Für die Wette mit der Glatze haben wir an sich noch 4 Stunden 45, sowas haben wir. Das ist 20.18 Uhr jetzt. Geht weiter, wir haben noch 7,9 Kilometer bis nach Erlangen. Und setzen den Lauf jetzt fort. Oh mein Gott, Kalorien 6666. Let's go. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Öffentlichkeit weiß, aber es gibt gewisse Kollegen da draußen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, für die ich sehr viele Läufe auch gemacht habe. Und solche Dauerläufe an sich sind wirklich kein Problem für mich. Also natürlich die Strecke von 42 Kilometern ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Aber ich finde es halt relativ entspannt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, einfach so Musik anzuhören und laufen zu gehen. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht so oft mache. Naja, eigentlich weiß ich, warum ich es nicht so oft mache. Weil so Ausdauer aufzubauen relativ einfach ist, indem du einfach 2-3 Wochen durchziehst. Zeit, wo ich dann trainieren kann, nutze ich lieber dafür, ins Gym zu gehen, da ein paar Techniken zu üben, weil es halt da einfach noch extrem viel aufzuholen gibt. Guck mal, hier ist einmal Fußballplatz. SSV Tennelol. Stark, Mann. Hier habe ich sogar schon mal gespielt, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube schon. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich hier schon mal gespielt habe. Eins kann ich euch versprechen. Ich weiß nicht, wie lange dieses Video gehen wird. Ich weiß nicht, ob dieses Video jemals veröffentlicht wird, weil oder dieser Rückweg. Ich habe sowas Gruseliges in meinem Leben noch nicht gesehen. Das wird ein Maximum. Kann sein, ich habe da eine durchschnittliche Pace von 5 Minuten pro Kilometer, weil ich da durchspritten werde. Okay, ihr seht, wir sind bei knapp 15 Kilometern. Also langsam tut es an den Beinen schon weh. Wird ein bisschen schwerer. Dieser Weg so, ihr wisst nicht, wie gruselig das ist. Und ich muss den einfach noch die ganze Zeit zurücklaufen. So, Freunde, bei Kilometer 15,84 sind wir in Erlangen angekommen. Jetzt hier jetzt durchgestrichen ist, das heißt, ab hier ist Erlangen. Und da hinten irgendwo ist auch noch ein Schild, wo steht, willkommen in Erlangen. Ich sage euch ehrlich, stand jetzt hart. Zeit verläuft nicht, Kilometer verlaufen nicht. Die Beine sind schwer, aber alles Kopfsache. Wir machen weiter. Navi sagt, wir sind um 60 Meter angekommen in Erlangen. Das Problem ist, haben wir jetzt 18 Kilometer. Der nervige Part wird jetzt sein, 3 Stunden hier durch die Stadt zu laufen, bis ich dann in 21 Kilometern entspannt zurücklaufen kann. Wir sind aber in fucking Erlangen, Digga. Das, was im Navi stand, haben wir erreicht. Das ist echt stark. Seit mein Kopf weg ist, dass wir nicht mal die Hälfte geschafft haben, Digga. Ich kann nicht mehr. Oder ich laufe einfach gerade so, als wenn ich gehbehindert wäre. Ich habe jetzt gerade einen Standort angemacht zur Tankstelle, weil ich halt original nichts gegessen habe. Muss einfach noch die komplette Strecke nochmal zurücklaufen. Ist das geisteskrank, Digga. Wir haben 20 Kilometer hinter uns in 2 Stunden 35.
machen jetzt wieder Stopp. Gehen jetzt hier zur Tankstelle und holen uns was. Das ist zwar perfekt für die Spannung des Videos, aber ich sage ehrlich, es wird sehr knapp, dass ich um 1 Uhr wieder in der Stadt bin. Mein Gott. Oh mein Gott. Das ist die Ausbeute. Powerade. Jawohl. Dann hier so Gummis, glaube ich, für den Weg. Also, das Ding ist, was ich mir denke, ist diese Dextro-Dinger sind, glaube ich, eh nichts anderes als Zucker und Kohlenhydrate. So, für den zweiten Part wird sich hier nochmal ein bisschen Motivation geholt. Ich kann wirklich sehr stolz, glaube ich, sagen, dass ich, Gummis Gledo, war der Erste, der von dieser Reise wusste. Ich habe das niemand meinte, weil da ein Bilderkuss in der Reise. Deswegen hier eine kleine Ansage an euch, wenn jemand euch was anvertraut, ein Geheimnis, dann behaltet es für euch und erzählt es mit jemand anders. 22:04 Uhr. Wir sind ja um 19 Uhr gestartet aus Nürnberg. Jetzt haben wir dieselbe Strecke und wir würden die vereinbarten 1 Uhr nicht packen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Ich habe aber Bock. Pause hat sehr gut getan. Let's go. Ich muss einfach durchlaufen. Mein Arsch muss einfach durch, Digga. Oh mein Gott. 25 Kilometer auf dem Tacho. Dieser Weg, den ich gelaufen bin, das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Ich hätte noch nie so Angst. Ich war auf alles. Oh mein Gott. Wir sind jetzt hier wieder beim Fußballverein. Ich vorhin war. Ich sag ehrlich, ich bin tot. Unnormal tot. Also meine Beine, dead body. Das Einzige, was gerade in meinem Kopf ist, ist die 5 Kilometer jetzt noch. Dann nochmal kurz Pause und dann 12 Kilometer schaffen in 1,5 Stunden. Oh mein Gott. Das ist so krass. Ich spüre das richtig krass. Der Typ läuft jetzt einmal jeden Tag 2 Monate. Ja, wir ziehen auch weiter durch. Also gerade tut einfach alles nur weh. Alles, was jetzt passiert, ist nicht gut für meine Gesundheit. Aber ich muss das irgendwie schaffen. Wir haben jetzt dann gleich 30 Kilometer. Wir haben dann für 12 Kilometer so 1 Stunde 20, damit wir die Wette einhalten. Ansonsten muss ich auch mal später eine Glatze machen. Ich hatte hier, guck mal ganz kurz, Motivationsanschub von 47. Das war im Vergleich zu den anderen Kilometern mit am schnellsten sogar. Weil ich einfach das hier von Ramsat einfach durchgehört habe. Ich habe einfach, ich glaube, 10, 15 Minuten durchgehört. Also mir tut wirklich alles weh, Digga. Alles. Ich habe noch 9 Kilometer. Bruder, guck mal diese Pace an. Einfach 10 Kilometer. 10 Minuten pro Kilometer. Hier ist die Lorenzkirche. Es ist 0:58. 2 Minuten vor Ende. Oh mein Gott. Was alles im menschlichen Körper möglich ist, wenn man einfach nur will. Oh mein Gott. Hauptbahnhof. Ich will doch nicht. Aber ich sag ehrlich, oder? Meine Kopfform ist schon normal eigentlich, ne? So sieht der ganze Lachs jetzt aus nach der gescheiterten Challenge. Ich schwöre, ich konnte nicht mehr. Also glaube 35 Kilometer war der Punkt, wo ich gesagt habe, es ging einfach nicht mehr. Also es war so, ich jogge 1-2 Meter und dann ging nicht mehr. Und dann habe ich mir so ein bisschen, ja okay, sag mir jetzt ein bisschen Kraft, geh nochmal kurz in dich und dann lauf nochmal 7 Kilometer. Weil wenn du 35 Kilometer gelaufen bist, denkst du dir, ja eigentlich kann ich auch 7 Kilometer auch noch laufen. Aber ich schwöre, es ging nicht. Und eine Sache will ich noch kurz loswerden. Ich hatte in meinem Leben noch nie so einen geisteskranken Muskelkater. Ich schwöre auf alles. Ich habe einfach nichts mehr gespürt. Nichts. Ich lag in meinem Bett. Als ich meine Beine anwinkeln wollte, ging das einfach nicht mehr. Der Typ macht das einfach jeden fucking Tag, Digga. Jeder einzelne Viewer, den er jetzt die letzten Wochen oder so mit dazu bekommen hat, sind absolut verdient. Ich liebe Adam. Ich liebe euch, wenn ihr ein Abo da lässt. Wenn nicht, auch okay. Haut rein, Leute. Ciao.